Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Wind Waker. Wir sind hier immer noch in der verwunschenen Bastion und haben im letzten Part den Riesenvogel platt gemacht. Und jetzt holen wir uns Ganon. Und dann ist dieses Let's Play zu Ende. Nein, natürlich nicht. Aber das kann man sich wahrscheinlich schon denken. Es ist lange her, Junge. Dass du es bis in das Innere meiner Festung geschafft hast, nötigt mir durchaus Respekt ab. Jedenfalls ist dein Mut beachtlich. Oder sollte ich vielmehr sagen, deine Torheit. Gestatte mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ganondorf. Wie der ausschaut mit dem Bart. Ich bin der Burgherr dieser sogenannten verwunschenen Bastion. Nicht zittern, Link. Lass mich dir eine Frage stellen, Junge. Als du dieses Schwert aus dem Stein gezogen hast, haben sich da nicht all die Kreaturen, die vorher gänzlich erstarrt waren, wieder angefangen zu bewegen? Bist du in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen und verstehst du, was das zu bedeuten hat? Diesem Schwert wohnt die Stärke inne, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass es im Kampf dämonische Gegner bezwingt. Nein, dies ist vielmehr sogar noch ganz und gar wörtlich zu verstehen. Es ist das Bannsiegel, mit dem wir Dämonen gebannt und eingesperrt werden können. Eine gleiche Scheiße gebaut wie schon früher. Und du, mein Junge, hast eben jenes Bannsiegel gebrochen und uns so wieder die Freiheit geschenkt. Ihr fallt auch immer wieder auf den gleichen Scheiß rein. Mit diesem Schwert, dem das Licht fehlt, das Böse zu verbannen, kannst du mich niemals bezwingen. Ich schicke dich ins Jenseits, damit du es dem Schmied dieses Schwertes ausrichten kannst. Der Trumpf sticht nicht mehr. Link, schnell! Hey, lass mich los! Du kleine, schmutzige Ratte! Mein Triforce der Kraft reagiert auf sie. Habe ich dich also endlich gefunden, Prinzessin Zelda? Ja, wer bitte ist Zelda? Wovon redest du? Gib dir gar nicht erst die Mühe, dich dumm zu stellen. Wenn du nicht Zelda bist, warum sollte mein Triforce dann... Hä? Ja. Wie er ausschaut, oh Gott. Der kann echt fliegen. Yeah. Fuck ihn ab. Wie er fliegt. Oh Gott. Immer wieder genial. Keine Sorge, Link, sie ist nur bewusstlos.
Und deiner Schwester geht es auch gut. Sie konnte zusammen mit den Piraten heil von dieser Insel fliehen. Großer Valo, ihr habt sie vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich spreche euch meinen tiefsten Dank aus. Dessen bin ich mir bewusst. Unsere oberste Sorge muss es jetzt ab. Unsere oberste Sorge muss es jetzt aber sein, diese beiden so weit wie möglich von Ganon wegzubringen. Aber wie sollen wir ihn dann besiegen? Wie der fliegt, oh Mann. Dann ist das eingefallen. Link, deine Details bereden wir später. Jetzt müssen wir erstmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. Morgen. Aua. Link, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier eigentlich? Ja, schau mal nach oben. Moment. Was ist aus diesem Kerl namens Ganondorf geworden? Hey. Link, warum zögerst du? Komm schnell in den Raum, in den du das Masterschwert gefunden hast. Ist es jemandem möglich, meinen Stein zu benutzen? Sag mir, wer du bist. Dieser Stein ist nur für Link und mich, damit wir in Kontakt treten können. Niemand hat dir erlaubt, ihn einfach so zu benutzen. Dein Name war Tetra, nicht wahr? Komm zusammen mit Link zu mir. Gute Idee, dann kann ich gleich mal ein ernstes Wörtchen mit dir wechseln. Mach dich schon mal auf was gefasst. Link, du verschwendest unsere Zeit. Bring mich sofort in den Raum, in den sich dieser Kerl aufhält. Ja, dieser Kerl, wenn man sich anschaut, hat ein bisschen einen starren Blick bekommen, ha? Ja, mitkommen musst du aber schon. Sie gibt sich Mühe. Du warst das also. Du hast es gewagt, meinen Stein ohne Erlaubnis zu benutzen. Diesen Stein habe ich aus Gossipstein schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Du hast ihn machen lassen aus Gossipstein der Königsfamilie von Hyrule? Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst. Ihr habt sie doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, in welcher vom Königreich die Rede ist, in dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, ist jetzt jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Oh, große Überraschung. Und ich bin der König dieses Landes, Daphnos Johansson von Hyrule. Link, kommt dir meine Stimme denn nicht bekannt vor? Ja, ich war es, der dich hierher geführt hat, der Rote Leinkönig. Wärst du mit Hilfe des Masterschwertes in der Lage gewesen, Ganon zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen. Aber nun, doch wie dem auch sei, ihr beiden müsst mir erst einmal gut zuhören. Vor langer Zeit
hat der gierige Ganon, der sich nach der Kraft der Götter verzehrte, dieses Land Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reichte nicht aus, ihm Einhalt zu gebieten. Und so konnte ich nur beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. Ja, ihm Einhalt zu gebieten ist auch gut. Du hast ihn ja vertraut. Link war es damals, der ihn bezwungen hat. Die Götter erhörten mein Flehen und schickten eine Sintflut, die Ganon mitsamt Hyrule auf den Grund des Meeres verbannte. Ach, der redet vom zweiten Mal dann. Doch verbannt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist es gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, Nachfahren auserwählt und ihnen aufgetragen, in die hohen Gebirge zu fliehen, um dort eine neue Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre Ganon nicht wieder auferstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetra, tritt vor mich. Dieser Halsschmuck, den du trägst, ist das Triforce der Weisheit und ein seit jeher überlieferter heiliger Familienschatz des Königshauses. Deine Mutter hat ihn dir mit der Bitte überreicht, stets gut auf ihn aufzupassen. Oder täusche ich mich etwa? Dieses Triforce selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr vor Ganondorf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihnen aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musstest diesem Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Tada! Prinzessin Peach. Ne, Moment mal, falscher Film. Ich. In deinen Adern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerbin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Zelda? Ich bin eine Prinzessin? Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Link, ich bin untröstlich, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird Ganon alles dran setzen, sie zu finden, um sich der Kräfte der Götter zu bemächtigen. Wenn es erst so weit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer in Finsternis gestürzt. Link, bitte hilf mir noch einmal. Ich hege einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwerts sein könnte. Bitte kehre wieder mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke, das Böse zu verbannen. Zelda, es wäre zu gefährlich für dich, dich unserer Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß Ganon noch nicht von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Naja, dass er nicht davon weiß, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Schließlich wusste er ja auch, dass wir das Schwert haben und aus dem Stein gezogen haben und so. Link, brechen wir auf.
Oh nein, er ist ein Geist. Und er nimmt trotzdem die Treppe, obwohl er sich teleportieren kann. Link. Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber es war meine Schuld, dass du und Ariel so viel Leid erdulden musstet. Verzeih mir bitte. Kein Problem. Link, bitte pass auf dich auf. Sperren wir sie ein in der Gruft, genau. Link, lausche aufmerksam meinen Worten. Dass das Masterschwert die Stärke verloren hat, das Böse zu verbannen, kann nur eins bedeuten. Den Weisen, die als Medium zu den Göttern fungieren und deren Kraft das Schwert speist, muss irgendetwas zugestoßen sein. Die beiden Weisen befinden sich im C4-Tempel im Norden und im Terra-Tempel im Süden Hyrules, wo sie jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Du musst diese beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was den Weisen zugestoßen ist und dem Schwert wieder seine alte Stärke zurückgeben, das Böse zu verbannen. Leider findet der Bankreis, den Ganon hier in Hyrule errichtet hat, dass du die Tempel von hier aus aufsuchen kannst. Allerdings gibt es je einen weiteren Eingang zu den Tempeln, und zwar hoch oben in den Bergen. Und diese Berggipfel sind nun oberhalb des Meeres zu Inseln geworden. Wer hätte das gedacht? Die beiden Orte habe ich dir wie üblich auf deiner Seekarte eingezeichnet. Ich habe sie halt nur hinschätzen können, weil deine Seekarte leider noch nicht vollständig ist. Also dann, wenn wir hier noch länger verweilen, erfährt der Feind noch von Zeldas Existenz. Lass uns unverzüglich auf die Oberwelt zurückkehren. Segel! Und Zelda ist unter Wasser eingesperrt. Link, kennst du die Legende vom Helden der Zeit? Haben wir jetzt Zeit für eine Geschichtsstunde? Vor langer Zeit bezwang er den schrecklichen Ganon und brachte Hyrule wieder Frieden. Und genauso wie in Zelda ruhte auch in ihm ein Teil des Triforce. Sein Triforce war das Triforce des Mutes. Als jener Held wieder durch die Zeit reiste und so Hyrule zurückließ, verließ auch das Triforce den Helden, zerbrach in 8 Splitter und verstreute sich in alle Welt. Leider kann auch ich dir nicht sagen, wo du diese Splitter finden kannst, aber ich bin mir sicher, sie ruhen irgendwo in diesem großen, weiten Meer. Das Triforce des Mutes ist der Schlüssel, um den Eingang nach Hyrule erneut zu öffnen. Du musst es unbedingt finden. Naja, eine Karte haben wir ja schon. So, das sind jetzt die beiden Tempel. Dann begeben wir uns erstmal Richtung Süden. Weitere Inseln aufdecken. So, den Turm der Götter noch immer nicht eingetragen.
Na gut, Freunde, der Part ist aber auch eigentlich schon zu Ende. Gut, wir machen jetzt noch ein bisschen länger. Schau mal, bis zu der Insel da nach unten fahren wir noch. Ich bin gespannt, was da für eine Insel kommt. Ist das... Kann die hier sein? Ah, es ist die! Okay. Und ich sehe den Fisch. Wie ist diese Insel... Die Ferninsel ist das, genau. Davon hat der Fisch hier gesprochen. Ja. 1, 2, 3 und es südlich und eine westlich. Glaube ich zumindest, oder war das sie? Ich glaube. Auf jeden Fall gibt es halt eine Insel mit Feuer und eine mit Eis. Und das ist die mit Eis. Kalt. Und Zelda-Fans wissen natürlich schon, was man dann braucht. Für die Ignis-Spitze die Eispfeile und hier für die Feuerpfeile. Hey Jungchen, halt mal deine Karte auf. Und beeil dich, es ist kalt. Schaut aus wie ein Ohr. In diesem entsetzlich kalten Gletscher soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Dumm ist nur, dass man sich beim Versuch ihn zu holen nicht nur zwei Frostballen holt, sondern wohl gleich gänzlich als Eiszapfen endet. Aber vier Regionen im Norden und drei Regionen im Westen von hier soll es ein Artefakt zu finden geben, mit dem man einfach alles schmelzen kann. Das solltest du vielleicht besorgen. Vier im Norden und drei im Westen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Also hier. Okay. Dann weiter in den Süden. Ab in den Süden. Und ich glaube, wir müssen darüber. Naja, na gut, es ist auch Zeit, den Part zu beenden. So, also Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!